Ihr fucking Idiots habt es geschafft, dass wir im Jugendwort 2021 sind, als papatastisch. Bevor wir darüber reden, dass unser Wort da drin ist. Okay, als wäre es nicht so schlimm genug, dass das ist. Was sind diese anderen Wörter? Okay, pass auf, ich lese euch kurz die Wörter vor, die in diesem Jahr jetzt schon Jugendwort, des, Wort, Jugendwort des Jahres werden könnten. Sheesh. Bro, Sheesh 2006 ruft an. Wild. Weiß ich nicht, Digga. Cringe. Cringe soll Jugendwort des Jahres werden. Cringe. Okay, jetzt kommt der Überknaller. Sass. Sass soll einfach das Wort werden. Akkurat. Akkurat checke ich wirklich überhaupt nicht. Also die anderen verstehe ich ja vielleicht irgendwo, aber akkurat ist vollkommen random. Dann ist same. Same soll einfach Jugendwort werden. Same. Geiles Wort, Digga. Einfach ein random englisches Wort. Ja, moin. Was wird nächstes Jahr Jugendwort des Jahres? Toastbrot oder was? Bro, Digga, so dumm. Dann, nächstes Wort ist Digger. Auch übel stark. Dann kommt Papatastisch. Dann Geringverdiener. Und dann einfach Mittwoch. Ja, moin. Es war noch nie so scuffed. Die Scheiße ist unnormal rigged. Ich weiß nicht, was lustiger wäre, wenn wir Papatastisch zum Jugendwort machen oder wenn wir Mittwoch zum Jugendwort machen. Mittwoch wäre auch hart. Jedes Jahr schlechtere Wörter. Ist so, Digga. Wie kriegen die das hin? Ich habe das Gefühl, die machen das als Meme oder so. Ich check's nicht. Vor allen Dingen, das Geile ist immer noch, NTV, okay, warte, das zeige ich auf dem Browser. Ey, Digga, das ist wirklich, das ist richtig unangenehm. Das kann man sich nicht ausdenken. Das ist ein fucking Joke. Sheesh, diese Liste ist papatastisch. Bro, was? Das ist so scuffed, dude. Das ist so scuffed.